heutigen Ostermontag wurde gegen 13.20 Uhr gemeldet, dass es bei der Firma Wiesenhof in Lohne an der Brägeler Straße brennen soll. Man hat dort sofort festgestellt, dass Rauchschwaden und auch Feuer aus dem Gebäude traten. In der Zwischenzeit haben wir den Kenntnisstand, dass eine Produktions- sowie eine Anlieferungshalle im Vollbrand stehen. Es sind 400 Einsatzkräfte im Einsatzraum und bemühen sich, naheliegende Firmen und auch weitere Gebäudeteile der Firma Wiesenhof zu schützen, dass sich der Brand hier nicht ausdehnt. Das Ganze gestaltet sich sehr schwierig, weil das Feuer sehr breit sich bereits ausgedehnt hat. Aber bislang konnten die angrenzenden Firmen wie Alfein Feinkost oder auch weitere Produktionshallen der Firma Wiesenhof geschützt werden. An dem Wochenende hat es aufgrund der Osterfeiertage einen Produktionsstopp gegeben, sodass wir glücklicherweise keine Menschen in dem Objekt haben. Es gab bislang zwei Leichtverletzte im Rahmen dieses Einsatzes. Ein Angestellter hat sich leicht einen Schnitt zugefügt und ein Feuerwehrmann ist auch leicht verletzt. Diese werden bereits ärztlich versorgt, ansonsten haben wir keine Verletzten. Ja, also hier ist um 13.20 Uhr ist eine Brandmeldung eingegangen, einmal durch eine Brandmeldeanlage, direkt hier vor Ort, aber auch durch einen Passanten, der das gesehen hat und über die 112 dann die Rettungskräfte informiert hat. Und es wurde dann ein Großbrandalarm ausgelöst. Und 400 Einsatzkräfte sind jetzt hier vor Ort von Feuerwehr, Polizei, Malteser und weiteren Rettungsdiensten. Und die Löscharbeiten hier vor Ort laufen weiter. Es ist eine Anlieferungshalle und eine Produktionshalle, die in Brand ist. Und die Feuerwehr hat die Situation erstmal unter Kontrolle, aber wie gesagt, die Löscharbeiten dauern weiter. Und der Einsatz ist auch noch lange nicht abgeschlossen. Und es sind jetzt hier über 450 Einsatzkräfte von verschiedenen Feuerwehren aus der gesamten Region, aber auch Malteser, Rotes Kreuz, Johanniter und andere Einsatzkräfte im Einsatz, um hier den Brand zu bekämpfen. Das ist natürlich ein schlimmer Tag, auch für Lohne, dass ein solcher Großbrand am Ostermontag hier in Lohne passiert. Gott sei Dank sind nach meinen jetzigen Informationen lediglich zwei Personen leicht verletzt worden. Das ist das Allerwichtigste, dass hier niemand zu Schaden kommt an Leib und Leben. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, Gott sei Dank, die Nachricht, nur zwei Leichtverletzte. Und das ist insofern eine gute Nachricht, aber natürlich, dieser Großbrand ist schlimm für Lohne.